Hallo Leute, hier ist Jochen von S21 BauTV mit einem neuen Video aus Stuttgart. Ich grüße euch. Ja, gerade scheint hier ganz herrlich die Sonne, ganz wunderbar, aber ihr könnt es vielleicht an meinem Aufzug erahnen. Es ist kalt geworden, insbesondere im Vergleich zum letzten Mal, wo ich hier oben war. Und ja, es hat ein bisschen eingewintert, naja, noch nicht so ganz. Und ihr habt aber Glück, dass ich mich hier für diesen schönen dicken Schal entschieden habe, ich habe drunter Zwiebellook. Das heißt, ohne den Schal würde ich auszwiebeln und ihr müsstet heulen. Das wollen wir ja nicht, ne? Ich muss immer ja schon genug heulen, wenn ich in meinen Geldbeutel schaue. Der ist nämlich aus Zwiebelleder, ne? So ähnlich wie mein Cappuccino-Kessel, da habe ich immer das Gefühl, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, wenn ich heute hier fertig bin, dann brauche ich, glaube ich, ganz dringend ein Heißgetränk. So viel ist klar. Ansonsten haben wir hier heute was Besonderes zu sehen. Da hinten wird eine Kelchstütze betoniert. Ich glaube, hier müsste man die Betonpumpe sehen. Und ja, solange die Sonne lacht, schauen wir doch gleich mal auf die Baustelle. Da würde uns auch ohne Sonne das Herz aufgehen. Da bin ich mir sicher. Auf geht's. Beginnen wir erstmal im Süden der Baustelle. Achtung, ich zoome. So gleich wieder alle sagen, wer typisch, jetzt ein Gezoome und gewackelt. Aber ohne Zoomen sehen wir nicht, was da hinten ist. Da ist es, das Ende der sichtbaren oberirdischen Stuttgart 21 Baustelle. Da enden auch die Zulauftunnel, die bis dahin in sogenannter offener Bauweise gebaut werden. Was das ist und wie das funktioniert, werdet ihr ganz sicher heute im Laufe des Videos noch erfahren. Für alle, die jetzt schon ahnen, und auch nicht nur für die, sondern für alle Zuschauer, schaut mal, es gibt unten so Kapitelmarker, wo man auch vor- und zurückspringen kann, falls man sich irgendwas nochmal anhören möchte, irgendein Spruch oder so, ne? Kann man auch nochmal zurückspringen, Kapitel. Auf jeden Fall unter diesem grünen Haus beginnen die bergmännisch gegrabenen Tunnel und also im Umkehrschluss beginnt der Bahnhof im Prinzip da hinten mit seinen Zulauftunnel und das da oben drauf, das ist das sogenannte südliche Entrauchungsbauwerk. Da wird unser Video später auch enden. Ja, und die eigentliche Bahnhofshalle beginnt oder endet, wie man das jetzt sehen will, hier mit diesen abgerundeten Ecken. Und hier seht ihr so komische Erhöhungen, das sind die sogenannten Lichtaugen. Und später mal kommt ja noch ein bisschen Erde drauf. Na, und dann sieht man von dem ganzen Bahnhof nichts mehr. Ja, und nach langer Pause wird hier an der Kelchstütze weitergearbeitet, aber jetzt habe ich noch was übersehen und ich zoome schon wieder, ich habe mich nicht im Griff. So, da wird auch gearbeitet. Da wird eine sogenannte Schwindgasse armiert. Nun, ihr Lieben, und jetzt wird es Zeit, Farbe zu bekennen. Ich habe einen Fehler gemacht. Und schon ganz oft. Und keinem ist es aufgefallen. Aber jetzt. Es geht um diese Zwischenräume hier, die sich Schwindgassen nennen. Man lässt zwischen den Kelchstützen immer erstmal so ein Stückchen Luft. Und das hat eine besondere Bewandtnis, warum man das später macht. Und die ist
Das hat mit dem sogenannten Kriechen und Schwinden von Beton zu tun. Ja? Und jetzt ist es so, Beton hat die Eigenschaft, beim Trocknen zu kriechen oder zu schwinden. Kriechen mit K, wie das Kriechen. Und jetzt habe ich das tatsächlich öfter mal immer falsch erklärt. Das Schwinden, das ist noch einigermaßen logisch. Das ist die Volumenabnahme des Betons ohne Last. Ja? Beton schwindet. Aber das Kriechen, das ist die Zunahme der Verformung. Ja, das habe ich immer falsch erklärt. Und die Zunahme der Verformung unter konstanter Spannung, wie man so schön sagt. Ne? Das heißt, die Dinger verformen sich. Ja? Sprich, ganz, also ich hoffe mal, das habe ich richtig erkannt. Der Dank geht an den Fan Nier, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich das hier schon die ganze Zeit falsch darstelle. Und ohne ihn würde ich es heute schon wieder falsch erzählen. Auf jeden Fall würde, wenn man die Kelchstützen direkt verbinden würde, würde aufgrund von Kriechen und Schwinden, und jetzt Daumen drücken, dass ich jetzt nicht wieder Mist erzähle, kommt es zu Verformung und das würde Spannung auslösen, könnte Risse geben. Deswegen lässt man das erstmal reifen, wie so einen guten Wein, und dann verbindet man das. Und die Frage kam schon das ein oder andere Mal auf, diese gelben Dinger, das sind einfach Schutzkappen, damit sich niemand an hervorstehenden Teilen verletzt. Ja, und hier haben wir jetzt den Bauabschnitt 15. Und von hier oben kann man jetzt mal ganz gut, fällt mir da gerade auf, Kelchstützenkunde machen. Ja? Es gibt drei Sorten von Kelchstützen. Ja? Das eine, da müssen wir mal in der Mitte anfangen, ist der Regelkelch. Der ist kreisrund, hat einen Fuß, das kann man jetzt von hier oben leider nicht ganz so gut erkennen, und er hat ein Lichtauge, das Ding, wo hier die Plane drüber gespannt ist. Dann gibt es daneben so eine Besonderheit, das nennt sich Restkelch. Das nenne ich immer Fake-Kelchstütze. Die hat keinen Kelchfuß und bildet hier quasi nur den Übergang zur Außenwand ab. Ja? Mit so einer Art Gewölbe, so einer Rundung. Und ja, deshalb nenne ich das Ding, habe ich schon gesagt, immer Fake-Kelchstütze. Und wenn man jetzt die Fake-Kelchstütze mit dem Vollkelch
oder Regelkelch mischt, dann entsteht der Randkelch. Der hat einen Fuß, er hat ein Lichtauge, dieser Krater hier in der Mitte, und er geht in die Außenwand über. Ja, das kann man hier jetzt super erkennen, wie der hier die Außenwand bildet. Und man kann auch noch anhand der Schalung erkennen, dass das hier innen abgerundet ist. Ja, könnt ihr das erkennen hier? Ja, wenn wir jetzt hier mal dem Trog entlang blicken, dann sehen wir auch hier, wie das hier die Kelchstützen die Außenwände bilden, und die wechseln sich immer ab. Hier seht ihr, in dem Bauabschnitt ist dann eben links die Fake-Kelchstütze und in der Mitte wieder ein Regelkelch und rechts dann der Randkelch. Ja? Also Rand- und Restkelch, die wechseln immer ab von Bauabschnitt zu Bauabschnitt. Ja, und die Kollegen bekommen hier ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk, ein Paket. Ja, man muss ja froh sein über alles Material, was lieferbar ist. Wer gewinnt? Also normalerweise haben auf Baustellen beladene Fahrzeuge Vorfahrt. Und das wird hier auch so umgesetzt. Wobei der Radlader mit seiner Gabel hätte den ja mal können hier hochheben. Ne? Dann naja. Ja, blicken wir mal weiter. Und dann sehen wir noch nicht, wo der Betonmischer hinfährt, weil hier das Dach schon voll fast bzw. ganz geschlossen ist. Ja, hier ist der Bahnhof schon ganz dicht und anderswo hat er noch Löcher. Ja, wie so ein Schweizer Käse hier. Ja, aber hallo. Das ist jetzt der Bauabschnitt 14, 13, 12. Braucht man nicht viel zu sagen. Nun blicken wir mal zum Bauabschnitt 11. Und da seht ihr im Hintergrund schon Betonpumpen, aber die sind nicht im BA11. Das hier ist was ganz Besonderes, ihr Lieben. Das ist unser Sonderkelch. Ja? Der ist was ganz Besonderes, habe ich schon gesagt, ne? Der steht im BA11. Während der BA11 schon die Bodenplatte was Besonderes ist, ist der hier noch was ganz Besonderes. Das haben wir oft genug besonders gesagt. Da geht später sowohl ein Aufzug als auch eine Fahrtreppe durch die Kelchstütze nach oben. Ja, das wird also einen Ausgang bilden. Und jetzt, ihr Lieben, da hinten versteckt sich ein Rudel Betonmischer. Hier, ihr Lieben, hier wird jetzt an der Kelchstütze betoniert.
Ja, und dann ist die Bahnhofshalle auch schon zu Ende. Und dann, ihr Lieben, geht es weiter und dann kommt gleich da hinten der Bauabschnitt 1 und da treffen wir uns gleich wieder. Auf geht's! So sehen wir uns wieder. Hat ein bisschen gedauert. Ich hoffe, ihr habt nicht zu lang warten müssen. Und jetzt ist auch schon fast dunkel. Seht ihr mal, wie lange ich unterwegs war. Vom ITS hier runter. So, das Objekt der Begierde ist hier. Ja, beziehungsweise eher hier. Da meinte gerade jemand, sieht aus wie ein Bunker. Ja, das ist wohl wahr. Das ist unbestritten. Das, ihr Lieben, ist das nördliche Entrauchungsbauwerk. Ich habe das mal spaßhaft den Nesenbach-Smoker genannt in einem der letzten Videos. Da kamen gleich Beschwerden, weil ja der Nesenbach ja schließlich viel weiter südlich fließt, wo ganz anderes. Und ja, wahrscheinlich wäre der Nesenbach-Tal-Smoker richtig gewesen und insofern ja, mein tiefstes Bedauern, dass ich hier solche Dinge in die Welt setze. Ja, geht gar nicht, ganz ehrlich. Also, nördliches Entrauchungsbauwerk. Wir starten im Bauabschnitt 1. Mehr gibt es da auch gar nicht zu sagen oder gibt es auch nicht viel zu sehen. Das ist hier fertig. Kurz zu diesem Bunker. Das ist ein Entrauchungsbauwerk. Habe ich das jetzt schon 5-mal gesagt? Nee. 3-mal. Und das ist zum einen zur Ent- bzw. Belüftung der Bahnhofshalle. Es wird auch als Schwallbauwerk bezeichnet. Das passt also zu mir. Ne? Rumschwallen, das kann ich. Nun waren wir ja vor kurzem auf der Vilstalbrücke und da habe ich euch gezeigt an den Tunnelportalen die eigentlichen Schwallbauwerke, die sogenannten Supersonic-Boom-Bauwerke. Wenn so ein Tunnel durch den Zug fährt, vor allem mit hoher Geschwindigkeit, dann schiebt er ja komprimierte Luft vor sich her. Also er komprimiert sie erstmal. Die Luft kann nicht nach links und rechts entweichen. Das wird immer weiter komprimiert und vor dem Zug hergeschoben. Und wenn dann der Tunnel plötzlich zu Ende ist, dann dehnt sich die Luft schlagartig aus und dann, ihr Lieben, dann knallt's. Ja, dann sagen alle, ihr habt ja wohl einen Knall. Und so haben das auch die Anwohner gesehen. Die haben gesagt, so wie, ne, hier alle 10 Minuten einen Knall. Ihr habt ja wohl einen Knall. Und deswegen sind bei den Tunneln die Portale, da sind dann noch so ein bisschen, also da, wo der, quasi der Berg aufhört, wird das Portal nochmal, so die Röhre, noch ein Stückchen weiter gezogen und hat dann aber dann schon Öffnungen nach oben und zur Seite, so dass die Luft sich ausdehnen und quasi langsam entweichen kann und der eigentliche Knall auch geschluckt wird von den Beton. Nun, hier sind die Züge nicht so schnell unterwegs, da wird es dann auch nicht so knallen. Warum man das Ding trotzdem Schwallbauwerk nennt, keine Ahnung. Seine andere Funktion ist, sollte es einmal im Tiefbahnhof brennen, was wir ja nicht hoffen, dann müssen die Entrauchungsbauwerke Luft in die Bahnhofshalle pumpen. Ja, es gibt 2 von den Dingern und ich sage es euch jetzt schon, wir werden das Video enden, wie wir es beginnen, mit einem Entrauchungsbauwerk.
Also eins im Norden, eins im Süden. Und wer jetzt gleich schreit, so, darf doch keine Luft ins Feuer pusten. Ja, natürlich, normal nicht. Aber in dem Fall ist ja die Idee, den flüchtenden Reisenden Frischluft entgegen zu pusten. Und den Rauch, der soll dann durch die Lichtaugen nach außen gedrückt werden. Und Ziel der Aktion ist natürlich, die Fluchtwege so lang wie möglich frei zu halten, damit die Leute ganz gechillt aus dem Bahnhof rauslaufen können. Ja, soviel zum BR1. Dann gehen wir gleich zum BR2. Und wir erreichen auch schon den BR2. Diesen schönen alten Bau hier, die sogenannte ehemalige Bahndirektion. BA2 ist auch schon lang fertig. Dieses nette Gebäude hier ist denkmalgeschützt und war dem Bahnhof im Weg. Und man wollte es abreißen, aber das ging halt nicht wegen Denkmalschutz. Abreißen durfte man nur das ein oder andere Nebengebäude, was hier mal noch stand, weil die erst nach dem Krieg angebaut wurden. Ja, und was hat man dann gemacht? Man hat das ganz easy gemacht. Man hat das Gebäude einfach untertunnelt. Klingt easy, war es aber nicht so. Man hat das Gebäude auf eine riesige Betonplatte gesetzt, die Betonplatte auf riesige Stützen. Und dann schwebte das Haus hier mal 30 Meter in der Luft. Ja? Und dann hat man den Tunnel unten durchgebaut. Das war technisch eine wirkliche Meisterleistung. Das ist wirklich Hut ab, hohe Ingenieurskunst. So. Und ansonsten, wie geht es hier weiter? Das Gelände ist verkauft. Es gab einen städtebaulichen Wettbewerb. Das Viertel hier, das soll alles neu gemacht werden, und das heißt unter anderem dieses Parkhaus hier soll wegkommen, und dann ist hier die Grenze, IHK-Gebäude bleibt natürlich, aber ansonsten das hier alles, natürlich die Lücke hier, und das wird alles neu gestaltet und das kommt weg. Und oh, nee, das bin ich. Ich bleib. Nein, nein, keine Sorge. Ich komme nicht weg. Und der alte Kasten, der kommt auch nicht weg. Ne? So, gehen wir weiter. Hier auf dem Baufeld 8 und blicke in die Bahnhofshalle. Hier beginnt die Bahnhofshalle, und schaut mal, hier ist ja richtig was geboten. Hier wird gerade eine Kelchstütze betoniert. Mit zwei Pumpen wird hier ohne Unterlass Beton gepumpt. Und das ist sogar eine besondere Kelchstütze. Und zwar, ohne dass jetzt... es gibt ja prinzipiell verschiedene Sorten von diesen Kelchstützen, möchte ich jetzt an der Stelle gar nicht näher drauf eingehen. Manche haben ein Lichtauge, also die meisten, manche haben es eben nicht. Lichtauge heißt, ne, oben Öffnung, Glasscheibe. Die, die eins haben, bei denen ist es so geregelt,
normalerweise, dass das Fenster dann später so ein bisschen, ja, leicht schräg eingesetzt wird, die Scheibe. Und dazu haben die eine sogenannte Hutze obendrauf. Eine Hutze ist so ein kleiner Beton, halbrund, der noch zusätzlich obendrauf kommt. Das gibt es hier nicht, weil hier so später mal so eine Taxi-Zufahrt, Zufahrt etc. sein, da wird die Glasscheibe flach und, ja, befahrbar in dem Sinne eingelegt, und da darf es dann natürlich auch keinen so komischen Betonhub geben. Ne? Ist ja klar. Wir erreichen den Bauabschnitt Nummer 9. Hier beginnt jetzt also ganz offiziell die Bahnhofshalle mit der Kaistütze hier, die gerade betoniert wird. Das ist also die nördlichste Kaistütze, die wir haben werden. Und ja, das sieht jetzt nicht ganz so spektakulär aus, leider. Was gibt es hier eigentlich sonst noch zu sehen? Wir haben hier mal noch was Besonderes. Die Öffnung der Tunnelröhren, die sich hier in die Bahnhofshalle öffnen, das ist die sogenannte Brillenwand. Ja? Und ich habe jetzt heute leider keine tolle Story, warum die Brillenwand Brillenwand heißt. Die Recherche ist in Stocken gekommen. Ich bin aber an dem Thema dran. Wir werden da bestimmt mal noch ein Update bekommen. Ja, wenn wir jetzt den Blick weiter schweifen lassen, dann kommt jetzt hier der BA10, für uns unsichtbar, und da drüben der BA11. Ja, der BA11 hat so eine Besonderheit. Da werden jetzt die treuen Fans schon wieder die Augen verdrehen. Für euch gibt es ja wieder die Sprungmarken unten. Es ist so, wir haben hier in Stuttgart Mineralwasservorkommen. Das ist Wasser, das uns aus dem Umland, aus dem Gäu, also aus Böbling, juhu, zufließt und dabei Mineralien aufnimmt und dann sehr wertvoll und gesund wird. Und dann kommt es in Bad Cannstatt, sprudelt es in den Mineralquellen nach oben. Das ist das aber tut in Bad Cannstatt. Das ist geologisch gesehen reiner Zufall. Da sind die entsprechenden Gesteinsschichten einfach ein bisschen schwächer, und so kann das Mineralwasser, das steht unter Druck, und es kommt ja quasi den Berg runtergeflossen, das kann dann da einfach nach oben sprudeln. Und ich habe schon gesagt, Gesteinsschichten spielen da eine Rolle, vor allem wasserundurchlässige Schichten, die es hier gibt und in Bad Cannstatt nicht. Nun ist ja eigentlich ganz logisch, wenn man hier in diese wasserunlässigen Schichten ein Loch bohren würde, hätten wir hier eine Mineralquelle. So, das würde jetzt unsere Freunde in Bad Cannstatt nicht so sehr gefallen, auch wenn ich es eigentlich ganz cool fände, Bahnhof mit Mineralwasser-Whirlpool, aber so what, man wollte es nicht. Und deshalb war von Anfang an klar, der Bahnhof darf nicht so tief liegen,
dass er diese, ich nenne es immer die heiligen Steine, schädigt oder schwächt großartig. Ja? Und nun ist er dummerweise unter dem BA11 der S-Bahn-Tunnel. Ja? Direkt hier unter der Bodenplatte ist der S-Bahn-Tunnel. Also wenn, dann hätte der Bahnhof noch unter der S-Bahn durch müssen. Und dann wären wir richtig stockvoll in die heiligen Steine gekommen. War indiskutabel, deshalb war von Anfang an die Vorgabe, der Bahnhof muss über die S-Bahn. So. Und jetzt ist es aber nächstes Problem, dummerweise so, dass der S-Bahn-Tunnel nicht in der Lage ist, statisch gesehen, das Gewicht des Tiefbahnhofs zu tragen. Er würde absacken, dann hätte man eine Achterbahn. Wäre auch cool. Bahnhof mit Mineralwasserpool und Achterbahn. Aber nein, wollte auch wieder keiner. Kann es nicht verstehen. Also musste man sich was einfallen lassen. Und die Lösung heißt Brücke. Man hat hier eine Art Brücke im Untergrund gebaut. Die Bodenplatte ist hier in einem Verfahren aus dem Brückenbau hergestellt worden. Das nennt sich Spannbeton. Bei Spannbeton werden im Gegensatz zu normalem Beton zusätzlich zu den Armierungseisen noch Kabel, Stahlkabel eingelegt. Und diese Stahlkabel werden dann fest mit den Enden verbunden, der Bahnsteige, also fest mit dem einen und nicht ganz so fest mit dem anderen. Und dann hat man den Beton reingeschüttet und als es betoniert war, hat man diese Kabel unter Zug gesetzt. Und ja, wenn man da was zieht und am anderen Ende ist es fest, was passiert dann? Ja, dann hat sich die ganze Bodenplatte so ein bisschen nach oben gewölbt. Und jetzt bauen wir da oben drauf diese schicke Kelchstütze zum Beispiel. Und die wird dann mit ihrem Gewicht diese Wölbung wieder zurückdrücken. Und in dem Moment wird das Gewicht zusätzlich durch diese Stahlkabel in das Fundament, in den Boden geleitet. It's so easy, Freunde. Ja, und da hinten Bauabschnitt 12-13 auch schon lange fertig. Entschuldigung, dass ich Sie angesprochen habe. Ja. Ich rede mit jedem. So, wiederschauen. Ja, wiederschauen. Dito. So, der gute Mann wollte mir jetzt hier gerade erzählen, die Merkel-Regierung hätte Stuttgart 21 verhindert. Okay. Gut. Und dass er schon vor was, 20 Jahren CO2-neutral gebaut hat und die böse Regierung hat es verschwiegen? Keine Ahnung. Es hat ihm jetzt nicht so gepasst, dass ich jetzt keine Lust hatte zuzuhören. Aber ich will jetzt nämlich weiter. Leute, wir haben noch eine ganze ellenlange Baustelle vor uns. Ja? Und ihr noch ganz schön viel Gelaber von mir, ja? Gehen wir mal weiter. Da kommt er daher, der neue Personensteg. Und hier geht er weiter. Und noch weiter und noch viel weiter. Und dann
sind wir nämlich hier. Ne? Das wird dann hier der Anschluss nach da, beziehungsweise scheint mir hier eher so ein bisschen so eine Kurve zu machen, also nach da hoch. Und ja, ihr Lieben, es ist wahr, dass der südliche Fußgängersteg jetzt dann irgendwann auch mal im Weg ist durch die Bahnhofshalle und dass der ersetzt wird durch diesen Steg hier. Wahr ist auch, dass das ein gewisser Umweg ist. Ja, das kann man wohl nicht wegdiskutieren. Aber hilft halt alles nichts. Ne? Wir können nicht eine Lücke im Bahnhof lassen, damit immer alle ohne weiteren Umweg zum Zug kommen. Und ja, tatsächlich hatte man das auch mal sich anders vorgestellt, anders geplant. Aber es ist ja wohl ein offenes Geheimnis. Der Zeitplan ist straff. Und die Kosten sind straff und ja, dann kann man halt eben nicht noch mal 1000 Schnörkel und noch 2000 Zwischenbauschritte machen. Dann rückt man eben von der ursprünglichen Planung ab und dann wird das jetzt in dem Fall leider Gottes etwas unkomfortabler für uns. Ja, ich bin da auch betroffen als Umsteiger von S-Bahn auf regional oder umgekehrt oder von S-Bahn kommen. Der VRS, Verband Region Stuttgart, als Auftraggeber der S-Bahn empfiehlt übrigens dann einfach nicht mehr am Hauptbahnhof umzusteigen. Das ist ja auch eine Option. Ja, und da steht auch noch mal schon so eine Dachsegment bereit. Und hier sind wir übrigens beim Bauabschnitt 16 inzwischen und können hier jetzt mal so den Trog nach unten schauen. Die Abschnitte 17, 18 und da hinten mit 19 und 20 ist dann das Ende schon sehr nahe. Ist euch aufgefallen, dass der Bahnhof hier, die Bahnhofshalle, ein gewisses Gefälle aufweist? Ja, schaut's mal da drüben. Seht ihr das? Dieses minimale Gefälle. Das ist das, was, wo die Projektkritiker immer den Riesenzirkus drum gemacht haben. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wäre euch das aufgefallen, wenn ich es euch nicht gesagt hätte? Da erreichen wir auch schon das Ende der Bahnhofshalle, blicken hier an der Halle entlang und dann hier hinten ist die Halle dann noch so abgerundet. Und hier wird noch ein bisschen armiert an der Rundung. Rechts hinten, wie ich das Ding getauft habe. Hubert weiß natürlich die R-Nummer auswendig, weil das ist R wie Restkelch. Das ist ein Restkelch. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Ne? Rüttelkelch? Nee.
Ja, wie ihr? Menschenskinder. Ihr schon wieder. Den ganzen Tag sind wir nur ihr. Naja. Dann gucken wir halt mal wieder zusammen in ein Loch. Ja, Lieben, das Bild ändert sich kontinuierlich. Und es geht voran. Hier bei der Baustelle für den neuen Stadtbahntunnel zur Haltestelle Staatsgalerie. Ja, die Haltestelle Staatsgalerie war, schrägstrich ist ja dem Tiefbahnhof ja im Weg und wurde deswegen neu gebaut. Und wie dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen ist, kommt man jetzt von der Haltestelle Staatsgalerie jetzt momentan nicht zum Hauptbahnhof. Da kann man nicht zum Hauptbahnhof fahren. Also man kommt schon, aber zu Fuß halt. Ja, das liegt daran, dass es noch keinen Tunnel gibt. Und dieser Tunnel, übrigens ein Tunnel in Bauweise, wird hier gerade hergestellt. So ist es. Meter weiter, selbe Baustelle, auch hier Stadtbahntunnel zur Haltestelle Staatsgalerie, und ja, auch hier sehen wir nicht mehr viel. Die Baugrube ist hier sogar schon zum Großteil verfüllt, und es ist übrigens auch hier ein Tunnel in offener Bauweise. Ja? Und zwar bei einem Tunnel in offener Bauweise, da muss man, beziehungsweise da gibt es, nicht hier, Leute, das müssen wir irgendwo machen, wo wir ungestört sind, ne? Gehen wir mal weiter. Blicken wir
einmal in den BA21. Ja, und Anfang des Jahres hat man hier erst mit dem Aushub begonnen. Ja, also das Bodenniveau war hier, ich würde mal sagen, am Anfang geschätzt so wie auf wie diese Piste, die Kante hier. Ne? So würde ich sagen, war hier Anfang des Jahres das Bodenniveau. Und jetzt, jetzt haben wir bald einen Deckel drauf. Zumindest da hinten, ihr seht die gelben Bretter. Darauf wird die Decke geschalt und armiert. Naja, gut, wird wohl schwierig werden, dieses Jahr hier noch voll den Deckel drauf zu kriegen. Aber vielleicht ja noch in einem Teilstück. Ne? Da unten raucht's. Da bremst. Nein, natürlich nicht. Was der Kollege da macht, der kerchert die Schalung. Mit dem Hochdruckreiniger auspusten, bevor der Beton kommt, sauber machen, damit keine Fremdkörper, kein Schmutz in den Beton kommt, nichts, was da nicht hin soll. Ne? Jetzt noch mal eine etwas andere Perspektive, ein etwas anderer Blick hier auf den BA21. Und dass das hier so unterschiedlich aussieht, da drüben arbeiten wir schon an der Decke und hier ist noch nicht mal eine Wand. Das liegt an der Arbeitsweise. Man hat hier quasi immer von uns aus gesehen, nach rechts, nach links gearbeitet. Man hat, das ist ja hier sehr beengt, die ganze Baugrube. Und man hat aber gleichzeitig ausgehoben und Bohrpfähle gesetzt und hat da quasi so ein bisschen Zeit gespart. Das war dann aber so, dass man dann in der einen Ecke der Baugrube, nämlich zum Beispiel da hinten, schon Bohrpfähle gesetzt hat, während man in der anderen Ecke der Baugrube noch am Aushub gearbeitet hat. Und so hat sich das gezogen. Ne? Und dann kamen ja die Bohrpfähle. Nach den Bohrpfählen muss man noch mal ein bisschen was ausheben. Und so haben sich quasi immer die Gewerke von links nach rechts abgewechselt. Und ja, während man dann links noch an der Bodenplatte war, konnte man rechts schon an den Wänden beginnen. Das ist also so wie mit Vela Riva und Vela Bajo. Irgendwann wird es dann der Moment kommen, wo die einen schon feiern und die anderen noch arbeiten. Ich sag's euch. Ja, auch immer wieder schöner Blick über die neue Bahnhofshalle von hier. Und der Kollege, wo schafft wieder Schalungsputzer. Wo ist er? Es ist übrigens kalt heute. Es ist ziemlich fies. Es
Vorher waren wir da drüben, da oben. Da drüben. So, und jetzt, wie gesagt, andere Perspektive. Selber Bauabschnitt. Lieben, es weihnachtet sehr, ne? Wer findet die Froschbeule auf dem Bild? Ja, hier. Hier steht sie. Direkt am BA23 und friert. Ja, es ist hier so ein bisschen Leerlauf, aber dafür gibt es gute Bilder. Also wenn da mal kein Leerlauf ist, ne, wir verstehen uns. Und jetzt gucken wir mal da runter. Ah, ja. Wir haben auch mal wieder so einen netten, ich nenne es jetzt mal ganz unprofessionell, Stielbagger. Ein KMC, ein Kiesel-Multifunktions-Carrier am Start. Den haben wir hier schon ein paar Mal gesehen. Für die ganz großen Tiefen auch, naja, was heißt ganz groß, ne? Ja, Lieben, und jetzt ist doch tatsächlich, jetzt schneit es hier, Menschenskinder. Ich glaub's ja nicht.
Genau, hier ist die Mittelachse des Tunnels. Ja, also das ist ja ein Tunnel hier in offener Bauweise. Hatte ich das schon erklärt? Tunnel offener Bauweise? Ja, egal. Jetzt nicht. Aber jedenfalls diese Mittelachse, die hat ja hier, ich weiß nicht, ob das links und rechts auch so ist. Ich glaube nämlich nicht, dass das links und rechts auch so ist. Die hat ein zusätzliches, ich nenne es jetzt mal Untergeschoss, ne? Und hier sieht man dann auch schon die Vorbereitung für die Fortsetzung hier im BA23, die Bohrpfähle und die hier auch so ein bisschen ja, in so einem Winkel zueinander zulaufen. Wenn man jetzt noch die da zwei da vorne, kann man das vielleicht erkennen. Auf jeden Fall, dass die Wand wird dann ja hier irgendwann sich öffnen. Ja, diese Mittelachse quasi, weil ja dann auch die Weichen anschließen irgendwann. Ja, lieben, dank unserer hervorragend informierten Online-Community kann ich euch jetzt auch sagen, was dieses komische zusätzliche Untergeschoss ist. Es ist ein Speicherbecken für die Entwässerung sowohl des Tiefbahnhofs auf der einen Seite als auch der bergmännisch gegrabenen Tunnel auf der anderen Seite. Und wozu man dieses Becken braucht, das kann man ganz einfach erklären am Beispiel der Eröffnung von S21. Stellt euch den Eröffnungstag vor, der erste Zug rollt in den Bahnhof, dann werden die Befürworter Freudentränen weinen, die Gegner werden Krokodilstränen weinen, weil jetzt der Kopfbahnhof endgültig ausgedient hat. Und der ein oder andere wird auch den vielen Millionen Euro hinterher weinen. Und so werden sich Sturzfluten von Wasser durch die Bahnhofshalle ergießen. Und dieses Wasser wird sich alles im BA23 in diesem Speicherbecken hier sammeln und dann mit einer Pumpe in die Kanalisation gepumpt werden. It's so easy, Freunde. Ja, und ansonsten liegt hier eine Menge Schutt rum. Ja, die Kollegen da unten müssen die Baugrubenwand sichern mit Spritzbeton, damit hier nichts einbricht oder wegrutscht.
faszinierend, wie wir da unten erkennen können, ein ganz klein bisschen Erde müssen sie noch rauskratzen hier. Ja, und die Kollegen da drüben sind immer noch am Betonieren. Ja, Lieben, ich fühle mich hier gerade so ungestört und unbeobachtet, als ich euch jetzt in das Geheimnis des Tunnelbaus in offener Bauweise einweihen möchte. Ja, Achtung, alle, die jetzt wieder, oh, bitte nicht schreien. Da unten, da gibt es so Sprungmarken, Kapitel, ne? Könnt ihr vorspulen. Also, Achtung, bitte jetzt vorspulen. So. Da wir jetzt ja unter uns sind, das, was hier gemacht wird, ist ein Tunnel, Zulauftunnel in offener Bauweise. Und für einen Tunnel in offener Bauweise braucht es immer genau drei Arbeitsschritte. Erstens Loch buddeln, zweitens Tunnel betonieren, drittens Loch zubuddeln. It's so easy, Freunde. So. Ja, und hier begrüße ich jetzt alle todesmutigen Vorspringer zurück. Und ja, einmal pro Video muss halt der Spruch sein, ne? Sind wir uns einig.
Meine Damen und Herren, vor uns sehen Sie den Bauabschnitt 24. Und Sie sehen Autos und nix Bahnhof, nix Tunnel. Ja, das liegt daran, dass der schon längst fertig ist. Und dann gehen wir jetzt gleich weiter zum Bauabschnitt 25. Ja, meine Damen und Herren, wir erreichen den Bauabschnitt 25 und hier ist die Entrüstung groß. Jawohl. Die Kollegen bauen hier das Gerüst ab. Was gibt es für mich noch zu sagen? Das hier ist das südliche Entrauchungsbauwerk. Habe ich glaube schon mal erwähnt. Wenn nicht, dann ist es das. Und was habe ich euch gesagt? Wir werden das Video so beenden, wie wir es begonnen haben, mit einem Entrauchungsbauwerk. Jetzt sehen wir hier halt dummerweise nicht allzu viel. Na, wir können hier mal noch vorne entlang laufen. Neben mir tobt der Verkehr. Jo, aber na, wirklich viel sehen tun wir nicht. Aber ich war ja schlau wie immer. Und ich habe das schon mal von der anderen Straßenseite gefilmt. Das könnt ihr euch jetzt mal anschauen. Wie angekündigt hier der Blick von der anderen Straßenseite auf das Entrauchungsbauwerk, wobei andere Straßenseite ist ja jetzt schon ein bisschen untertrieben. Sind ja quasi zwei Straßen weiter oder so. Egal, hier könnt ihr das Ding in seiner vollen Pracht sehen. Und guck mal, da kann man durchgucken. Ist es nicht niedlich? Letzten Blick möchte ich mich dann auch von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt es beim Anschauen wärmer als ich beim Filmen. Ich brauche jetzt dringend einen Cappuccino oder sonst was Warmes. Ne? Ihr wisst, was das heißt für euch. Ne? Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Habe ich schon gesagt, keine Ahnung. Bis zum nächsten Video und schaut mal, wenn es euch gefallen hat, unterm Video gibt es so einen Daumen nach oben und ja, mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja auch, das Video zu veröffentlichen, bevor der Bahnhof fertig ist. Und ansonsten, wer sich halt wieder drüber ausmeckern möchte, dass ich entweder A zu viel zoom, B zu viel schwenk oder C meine Videos viel zu alt sind, für den gibt es ja dann die Kommentarfelder. Ne? In diesem Sinne, behabt euch wohl, bis zum nächsten Mal.